بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir weitermachen wollen in unserer Reihe über das Buch Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, die Zusammenfassung des Weges, des Lehrplanes der Qasidin, derjenigen, welche den Weg beschritten haben, wo sie Allah subhanahu wa ta'ala das Wohlgefallen anstreben. Und wir hatten letzte Woche über den zweiten Teil des ersten Kapitels gesprochen gehabt, nämlich des Kapitels über das Wissen. Und wir hatten da noch einmal wichtige Aspekte erwähnt gehabt, insbesondere was auch die Verhaltensregeln der Gelehrten betrifft, wie sie sich zu verhalten haben und wie sie das Wissen zu lehren haben. Und nun sind wir angelangt im zweiten Kapitel, mit dem wir uns heute insha'Allah ta'ala beschäftigen wollen. Und dieses Kapitel ist auch ganz logisch angeordnet, weil wir hatten ja gesagt gehabt, dass es ein Oberkapitel gibt, in dem wir uns gerade befinden. Und zwar insgesamt 4 Hauptkapitel in diesem Buch. Und das erste Hauptkapitel ist das Kapitel der Ibadat, der gottesdienstlichen Handlungen. Und wir hatten letztes Mal auch erklärt gehabt, warum er, obwohl es um gottesdienstliche Handlungen geht, um Ibadat, mit dem Wissen begonnen hat und nicht direkt mit einer Ibadat, das heißt direkt mit einer gottesdienstlichen Handlung begonnen hat. Aber jetzt beginnt er mit den gottesdienstlichen Handlungen. Und zwar mit der wichtigsten überhaupt. Und die Vorbereitung auf diese Handlung. Nämlich mit der Tahara und ihren Geheimnissen und das Gebet und was damit zusammenhängt. Und auf Arabisch heißt es Kitabu Taharati wa Asraruha wa Salatu wa ma yata'allaqu biha. Das Buch, das Kapitel über die Reinheit, die rituelle Reinheit, wir werden gleich noch darauf eingehen, und ihre Geheimnisse und das Gebet und was damit zusammenhängt. Und er beginnt zunächst erst einmal mit der Einteilung der Tahara und zeigt uns auf, welche Kategorien es von Tahara gibt. Und er sagt, اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب. Wisse, dass die Tahara aus 4 Stufen besteht. 4 verschiedene Kategorien und Stufen. Die erste Stufe ist welche? تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضولات. Dass ich mein Äußeres reinige von einem Hadath. Ein Hadath ist ein rituell unreiner Zustand, also wie ein Geschehenes, was mich in einen rituell unreinen Zustand bringt. Und davon gibt es, wie wir gelernt haben, einen großen und einen kleinen, Hadath Asghar und Hadath Akbar, einen kleinen rituellen unreinen Zustand und einen großen rituellen unreinen Zustand. Wal Anjas, dann die rituell unreinen Substanzen und Al-Fudulat, das, was sozusagen an meinem Körper zu viel ist und von dem ich mich trennen sollte. Wie beispielsweise den Fingernägeln als Beispiel oder meinem Schnurrbart oder meinen Achselhaaren etc. Das ist die allererste Stufe. Und das ist eine Stufe, die in unserer Religion sehr, sehr wichtig ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass gleich die zweite Offenbarung, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erhalten hat, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam genau darauf hinweist. وَثِيَابَكَ فَطَهَهِرْ Surat al-Muddathir. Und reinige dein Gewand. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gleich am Anfang, als er den Koran erhalten hat, dazu aufgefordert, sein Gewand zu reinigen. Die Gelehrten sagen, dass mit dem Gewand nicht nur das äußere Gewand ist, sondern dass damit auch das gemeint ist, was ich in mir trage, weil sich das automatisch auch auf mein Äußeres auswirken wird. Weil derjenige, der ein reines Inneres hat, der strahlt das auch nach außen ab.
Derjenige, der ein reines Inneres hat, der strahlt das nach außen. Jemand, der ausgeglichen ist. Jemand, der glückselig ist, der glücklich ist, der strahlt das nach außen. Du siehst, das ist jemand, subhanallah, der lächelt viel. Der, weiß ich nicht, hat eine gewisse Ausstrahlung, die angenehm ist. Aber jemand, der unglücklich ist, der innerlich nicht ausgeglichen ist, der Probleme hat, der strahlt es auch nach außen. Und man merkt das an diesem Menschen, da stimmt irgendetwas nicht. Der sagt das vielleicht nicht, aber du merkst es, da stimmt irgendetwas nicht, subhanallah. Und deswegen, die erste Stufe ist welche? Das Äußere. Sie ist wichtig, diese Stufe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, At-tuhuru shatrul iman. Die Reinheit, und dazu gehört auch die äußere Reinheit, ist die Hälfte des Iman, subhanallah. Ist die Hälfte des Iman. Dann kommt die zweite Stufe. Tathhirul jawarihi min adh-dhunub wal athan. Die zweite Stufe ist auch eine äußere Stufe. Aber sie ist nicht so sichtbar wie diese erste Stufe. Sie geht schon etwas tiefer. Und zwar, dass ich meine Gliedmaßen, damit ist der Körper gemeint, reinige von Sünden. Reinige von Sünden. Sündhaftem Verhalten. Wenn jemand sündigt, kann man das sehen in der Regel. Durch seine Taten kann man es erkennen. Er sündigt. Und die zweite Stufe, die ich erreichen sollte als Muslim, ist welche? Ist, dass ich darauf achte, dass ich meinen Körper und meinen Geist und mein Herz und meine Zunge, meine Hände, meine Füße, meinen Bauch, meine Augen, meine Ohren reinhalte von Sünden. Weil mit all diesen Dingen kann ich Sünden begehen. Mit den Augen kann ich sündigen, indem ich auf etwas schaue, was verboten ist. Mit dem Ohr kann ich sündigen, indem ich etwas höre, was Allah verboten hat. Mit meinem Magen kann ich sündigen, indem ich etwas in ihn hineintue, was verboten ist. Mit meinen Händen kann ich sündigen, indem ich anderen Menschen Unrecht tue. Mit meinen Füßen kann ich sündigen, indem ich an einen Ort gehe und mich dorthin begebe, wo Allah mich eigentlich nicht sehen möchte. Also wir sehen, ich kann mit dem gesamten Körper sündigen. Und er sagt, die zweite Stufe ist, dass ich meinen Körper reinhalte von all diesen Sünden. Subhanallah. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat auch genau dies immer wieder von uns verlangt. Dass ich als Muslim mich in erster Linie von dem fernhalten sollte, was verboten ist. Ma nahaytukum anhu fajtanibu. Was ich euch verboten habe, davon bleibt fern. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Und was ich euch befohlen habe, davon tut so viel, wie ihr könnt. Merkt ihr den Unterschied in der Aussage des Propheten? Das, was verboten ist, davon soll ich ganz klar fernbleiben. Mich distanzieren. Und was er aber geboten hat, davon soll ich so viel tun, wie ich kann. Weil ich niemals alles tun können werde. Weil ich als Mensch auch meine Grenzen habe. Das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist dann schon etwas tiefgründiger. Etwas, was man nicht auf Anhieb sehen kann. Erst durch bestimmte Sünden, die man begeht, kommen diese Dinge zum Vorschein. Kommt dieser Schmutz zum Vorschein. Kommt diese Dunkelheit zum Vorschein. Und zwar tathhirul qalbi min al-akhlaq al-madhmumati war-radha'il al-mamquta. Dass ich mein Herz reinige. Von was? Von abscheulichen Eigenschaften, er sagt hier Achlaq, also Charaktereigenschaften, und er verabscheuten Handlungen. Das Herz kann handeln, ja, das Herz kann handeln. Ja, das Herz ist sogar im Grunde genommen der Motor für alles, was du tust. Die Kraft in deinem Körper oder das, der Teil deines Körpers, der dich überhaupt erst zum Bewegen bringt, ohne den nichts funktionieren kann. Und deswegen sagt der Prophet Sosan, Ella wa inna fil jasadi mudghah, wahrlich, und im Körper befindet sich ein Fleischklumpen. Idha fasadat fasad al jasadu kullu. Wenn er verdorben ist, ist der gesamte Körper verdorben. Wa idha salahat salah al jasadu kullu. Und wenn er
gut ist, gesund ist, so ist der gesamte Körper gesund. Es handelt sich bei diesem Fleischknochen um was? Um das Herz. Und deswegen, viele der Sünden, die ich begehe, wenn nicht sogar der Großteil der Sünden, die ich begehe, gehen darauf zurück, dass ich im Herzen eine Krankheit habe. Und ich muss das Herz, und das ist dann die dritte Stufe, davon reinigen. Es gibt viele Muslime, subhanallah, die es schaffen, von Sünden fernzubleiben, gerade den großen Sünden. Die auch äußerlich gesehen sauber sind, die ihr Gebet richtig vollziehen. Aber die es nicht schaffen, ihr Herz reinzuhalten. Aber dieses reine Herz ist genau das, was dich am jüngsten Tag um Stufen erhöhen wird. Ich erzähle euch keine kurze Geschichte, aber ich versuche sie kurz zu erzählen, inshallah. Und zwar die Geschichte von Abdullah ibn Amr ibn al-As mit einem Mann von den Ansar. Der Begriff Ansar, das sind die Helfer, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Auswanderer, die mit ihm von Mekka nach Medina ausgewandert haben, empfangen haben, die Ureinwohner Medinas, wo heute der Prophet sallallahu alaihi wasallam begraben liegt. Und zwar saß eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Nachmittagsgebet, so um diese Zeit, in der Moschee. Mit ihm waren einige seiner Gefährten gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, es kommt jetzt zu euch jemand herein, der zu den Leuten des Paradieses gehört. Und plötzlich kam ein Mann hinein von den Ansar, der seine Latsche in der Hand hielt, und der gerade Wudu gemacht hatte, sodass das Wasser des Wudus noch von seinem Bart herunter tropfte. Das ist euch vorstellen, so als würde jetzt jemand hier sozusagen aus der Tür kommen. Und er sagte, er gehört zum Paradies. Ein Mann von den Leuten des Paradies. Und dann kam dieser Mann raus. Es kommt jetzt jemand zu euch herein, der zu den Leuten des Paradieses gehört. Und es kam dieser Mann in die Moschee. Und das ging 3 Tage lang so. Immer wieder derselbe. Der Sahabi Abdullah ibn Amr ibn As, er sagte, ich will unbedingt herausbekommen, was dieser Mann macht. Der muss doch irgendwas ganz Besonderes machen. Dass er diese Stufe erlangt hat, dass der Prophet ihm bescheinigt, dass er im Paradies ist. Woraufhin er sich eine Ausrede ausdachte. Ging zu diesem Mann und sagte, ich habe mich mit meinem Vater verstritten und ich brauche eine Unterkunft. Dürfte ich bei dir unterkommen? Arabische Gastfreundschaft. Er sagte, 3 Tage kann man einfach übernachten, ohne einen Grund zu nennen. Er sagte, jetzt fort. Und er beobachtete ihn 3 Tage lang. Was er in der Nacht macht, betet er viel, macht er irgendwas Besonderes, aber er hat nichts Besonderes getan. Nach 3 Tagen sagte er zu dem Mann, guck mal, ich habe mich eigentlich gar nicht mit meinem Vater gestritten. Ich wollte nur herausbekommen, warum der Prophet über dich sagte, dass du zu den Leuten des Paradieses gehörst. Hast du irgendetwas, was du machst, was ich nicht gesehen habe? Er meinte, nein, genau das, was du gesehen hast, nicht mehr und nicht weniger. Morgen stehe ich auf und gehe zum Gebet, das ist alles. Und dann ging er und hat schon gesagt, das kann doch nicht sein, viel zu wenig. Und dann rief ihn der Mann zurück und sagte, da gibt es noch eine Sache. Und dann sagte er, es ist so, dass wenn ich abends zu Bett gehe, ich niemanden der Muslime mit meinem Herzen betrüge. Und niemanden dafür beneide, dass Allah ihm eine Gnade gegeben hat, die ich nicht habe. Subhanallah. Also er hat weder Neid in seinem Herzen, noch Hass, noch Groll. Er hat ein reines Herz. Woraufhin dann Abdullah ibn Amr zu ihm sprach, هذه التي بلغت بك وتلك التي لا نطيق. Genau das ist es, was dich diese Stufe hat erreichen lassen. Und genau das ist es, was wir nicht ertragen. Subhanallah, was wir nicht können. Wir können unsere Herzen nicht reinhalten. Ich kenne viele aufrichtige Muslime, subhanallah, die aktiv sind in der Moschee, 5-mal am Tag beten. Aber subhanallah, manche Menschen haben in ihrem Herzen diesen Neid, diesen Hass, diesen Groll. Ich muss das versuchen zu beseitigen. Viele können nicht über ihren Schatten springen, sind verstritten mit irgendeinem Familienangehörigen, mit ihrer Schwester, mit ihrem Bruder, weiß ich nicht was. Und können nicht über ihren Schatten springen und sagen, okay, ich beende diese Fehde einfach mal. Ich verzeihe einfach mal für Allah. Aber genau das ist es, was sich um Stufen erhöhen wird am jüngsten Tag. Und deswegen, die dritte Stufe, die schon wirklich schwieriger ist, ist, dass ich mein Herz reinmache von all diesen Krankheiten.
Was kommt denn jetzt als vierte Stufe? Allahu Akbar. Wir haben doch ja schon was alles. Was bleibt denn noch übrig? Es gibt noch eine Stufe, die nur die wenigsten erreichen. Das sind dann die Meister der Reinigung, subhanallah. Die vierte Stufe ist Tathiru Sirri Amma Siwa Allah. Dass ich mein Sirr, mein Geheimnis, reinige von allem außer Allah, ist damit gemeint. Mit Sirr ist hier das Innere gemeint. Das, was niemand sieht. Das, was niemand kennt, außer Allah. Und dass ich wirklich nur noch in allem, was ich tue, für Allah lebe. Und alles andere bereinige. Das ist dann die allerhöchste Stufe der Reinigung überhaupt. Und das erreichen nur die wenigsten, subhanallah. Wie Ibrahim alayhi salam, den Allah ta'ala so geprüft hat, dass er sogar bereit gewesen war, seinen einzigen Sohn zu opfern. Für Allah, weil das Allah von ihm verlangt hat. Das können nur die wenigsten. Es erfordert harte Arbeit, jahrzehntelange Arbeit, nicht jahrelange, jahrzehntelange Arbeit. Dass du dich immer wieder Allah zuwendest, versuchst dich zu reinigen und versuchst wirklich ausschließlich für Allah zu leben. Und deswegen sagt der Autor Ibn Qudama, وَهَذَا هُوَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى Allahu Akbar. Und das ist das höchste Ziel überhaupt. فَمَنْ قَوِيَتْ بَصِيرَتُهُ سَمَتْ إِلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ Wessen Tiefblick, Basira, ist der Tiefblick, nicht der Blick mit dem Auge, sondern der Tiefblick mit deinem Herzen. Wessen Tiefblick stark genug ist, der wird genau zu diesem Ziel gelangen können. وَمَنْ عَمِيَتْ بَصِيرَتُهُ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ إِلَّا الْمَرْتَبَةَ الْأُولَى Wer aber blind ist mit seinem Tiefblick, wessen Tiefblick blind ist, der wird von diesen Stufen der Tahara, diesen Stufen der Reinigung, nur die erste Stufe erreichen. Und was war nochmal die erste Stufe gewesen? Was war die erste Stufe gewesen? Nur die äußere Reinigung, subhanallah. Es gibt viele heutzutage, ja, viele gab es schon immer und wird es auch immer geben, ja, die sich nur auf dieses Äußerliche konzentrieren. Aber vergessen, dass es nicht darum geht, sondern dass es immer um das Innerliche geht. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَادِكُمْ Allah schaut nicht auf eure äußeren Gestalten noch auf eure Körper. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ Sondern er schaut auf eure Herzen, auf eure Taten. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns möchte, dass wir genau diese Stufe erreichen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich muss mich in Acht nehmen, dass ich mich als Muslim nur auf das Äußere konzentriere. Und diese Krankheit haben wir heutzutage. Unter vielen Muslimen. Es gibt viele Muslime, die denken, ein guter Muslim ist nun dann ein guter Muslim, wenn er ein bestimmtes äußeres Bild abgibt. Das heißt, mit Jalabiya herumläuft, die Frau ein bestimmtes, weiß ich nicht, Charschef oder weiß ich nicht, was anzieht. Ich rede nicht über die Dinge, die Pflicht sind für einen Muslim. Nein, das ist klar, muss ein Muslim machen oder eine muslimische Frau. Aber es gibt manche, die kategorisieren die Muslime. Guck mal, ah, das ist ein bestimmt guter Bruder. Nur weil er äußerlich ein bestimmtes Bild abgibt. Aber das ist gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Und man kann sehr leicht sogar darauf hereinfallen. Sehr, sehr leicht, weil nur weil das Äußere in Anführungsstrichen stimmt, heißt es noch lange nicht, dass das Innere ebenfalls stimmen muss. Ich darf aber auch nicht den Fehler machen, den einige heutzutage machen, sobald sie jemanden sehen, der ein bestimmtes äußeres Erscheinungsbild hat, langer Bart, weiß ich nicht was, klassifizieren sie ihn auch gleich als was ein? Als Extremisten oder der übertreibt. Das ist genauso falsch. Wir müssen immer erst einmal was uns von Vorurteilen freimachen und schauen, wer ist dieser Mensch? Wer ist er wirklich? Und einen Menschen kann ich erst dann richtig kennenlernen, wenn ich mit ihm zu tun hatte. Einmal kam ein Zeuge in die Sitzung von Omar ibn Khattab.
Und Umar ibn Khattab, er war Kalif gewesen, Amir al-Mu'minin, der Befehlshaber der Gläubigen. Und er musste richten zwischen zwei Parteien. Und dann fragte Umar, kennt jemand von euch diesen Zeugen? Damit man einschätzen kann, ob er vertrauenswürdig ist oder ob er nicht vertrauenswürdig, glaubwürdig oder nicht. Und dann meinte einer, ich kenne ihn. Und dann fragte Umar ihn, warst du schon mal mit ihm auf einer Reise gewesen? Meinte er, nein. Warst du schon mal mit ihm, hast du schon mal mit ihm Handel betrieben? Er meinte, nein. Fragte er ihn, war er dein Nachbar gewesen? Er sagte, nein. Er meinte, Omar, du kennst ihn nicht. Du kannst ihn nicht kennen. Weil wie gesagt, du lernst erst eine Person kennen, wenn du mit ihr zu tun hattest. Und ich glaube, jeder, der hier irgendwie mal Geschäfte betrieben hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, du lernst eine Person erst kennen, wenn du mit ihr finanziell zu tun hattest. Ja? Wenn du mit ihr, weiß ich nicht, längere Zeit mal auf Reise gewesen warst, dann merkst du, wie diese Person wirklich tickt. Subhanallah. Das Äußere sagt gar nichts aus. Das Äußere sagt gar nichts aus. Und davor muss ich mich in Acht nehmen. Dann, nachdem jetzt der Autor über diese Maratib al-Tahara gesprochen hat, über diese Abstufungen der Reinheit, geht er jetzt noch einmal auf die sogenannten Al-Fudulat ein. Das heißt, die Dinge, die ich beseitigen kann, die zu viel an meinem Körper sind. Und dann sagt er, das sind nochmal zwei Kategorien. Und zwar kann es sich hierbei um Schmutz handeln, den ich beseitige. Wie beispielsweise der Schmutz unter meinen Fingernägeln oder der Schmutz an meinen Händen, ja, oder in meinem Ohr, wie auch immer. Ja. Und das kann ich dann sozusagen relativ einfach beseitigen. Und es ist auch empfohlen, dies zu beseitigen, indem ich dafür dann Wasser nutze. Und wie gesagt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in vielen Überlieferungen darauf hingewiesen, ja, wie wichtig es ist, auch auf seine körperliche Hygiene Acht zu geben. Was die Zähne betrifft, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, würde ich es nicht meiner Umme zu schwer machen, meiner Gemeinschaft zu schwer machen, dann würde ich ihnen befehlen oder hätte ich ihnen befohlen, dass sie vor jedem Gebet oder vor jeder Gebetswaschung was machen? Sich die Zähne putzen, subhanallah, was für eine schöne Religion. Was für eine schöne Religion. Ebenfalls, dass wir, subhanallah, bei jedem Gebet unseren Mund waschen, unsere Nase waschen, das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Ja? Und die uns zeigen, wie wichtig diese äußerliche Reinigung ebenfalls ist. Und dass es sich hierbei auch um eine Sache handelt, die der Islam begrüßt und die der Islam von einem Muslim verlangt. Und auch hier vielleicht nochmal ein Hinweis für viele Brüder und Schwestern, aber vielleicht auch gerade für Brüder, weil das bei Brüdern wahrscheinlich häufiger vorkommt als bei Schwestern. Meine Körperhygiene, wie ich rieche, ja? Wie ich auch aussehe, also was ich für Kleidung trage, dass diese Kleidung einigermaßen sauber ist, das sind auch Dinge, auf die der Islam Wert legt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat darauf großen Wert gelegt. Dann, die zweite Kategorie sind Dinge, die ich von meinem Körper dann beseitige. Und das sind die sogenannten Sunan al-Fitra. Sunan al-Fitra, was sind Sunan al-Fitra? Sunan al-Fitra sind die Dinge, die zur natürlichen Veranlagung gehören. Was gehört dazu? Was gehört zu den Sunan al-Fitra? Wir haben einmal die Fingernägel. Dass ich meine Fingernägel schneide. Ja? Und zwar regelmäßig. Und das zeigt doch einmal, ja, dass bestimmte Modeerscheinungen, die wir heutzutage haben, auch unter Frauen insbesondere, nicht zu diesen Sunan al-Fitra gehören. Sondern der Islam eigentlich möchte, dass sowohl Mann als auch Frauen ihre Fingernägel kurz haben. Warum? Weil sich sonst nämlich Schmutz unter den Fingernägeln anhäufen kann. Dann, was gehört noch zu den Sunan al-Fitra? Zu den Sunan al-Fitra gehört, dass ich meinen Schnurrbart kürze und ihn nicht zu lang werden lasse. Zu den Sunan al-Fitra gehört, dass ich meinen Bart wachsen lasse. Ja? Und nach den meisten Gelehrten ist es eine Pflicht, ja, den Bart wachsen zu lassen. Nach einigen Gelehrten ist es eine starke Sunne, den Bart wachsen zu lassen. Was gehört noch zu den Sunan al-Fitra? Und zwar, dass ich meine Schamhaare abrasiere. Meine Schamhaare im Schambereich abrasiere. Das gehört zu den Sunan al-Fitra. Das ist eine starke Sunne, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat. Ebenfalls zu den Sunan al-Fitra gehört was? Dass ich meine Achselhaare entferne. Entweder durch Rasieren oder durch Zupfen. Je nachdem, was ich kann. Entweder durch Rasieren oder durch Zupfen. Das sind die wichtigsten Sunan al-Fitra,
ja, die uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat. Dazu gehört dann auch noch die Beschneidung des Mannes. Ja, das ist ebenfalls eine der Sunan al-Fitra. Und es gibt noch einige andere, wie Ghassl al-Barajan, das ist hier sozusagen, die ich weiß nicht, wie man das nennt hier, an den Gelenken, die Haut, ja, dass ich sie ebenfalls noch einmal extra wasche. Das sind alles Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat und auf die ich als Muslim auch Rücksicht nehmen sollte. Und er sagt jetzt, dass der Rest dieser Maratib al-Tahara, dieser Stufen der Tahara, dann später kommen wird, und zwar in den anderen großen Kapiteln, nämlich in den Kapiteln Muhlikat und Munjiat. Das heißt, die Dinge, welche dich ins Verderben stürzen und die Dinge, welche dich retten. Und deswegen geht er jetzt darauf nicht mehr ein, sondern geht direkt über zu dem Gebet. Und er sagt jetzt zunächst erst einmal, dass das Gebet große Vorzüge hat. Und dass das Gebet die Säule der Religion ist. Die Säule, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch in mehreren Überlieferungen gesagt hat. Ja? وَعَمُودُهَا الصَّلَاةِ. Die Hauptsäule unserer Religion ist das Gebet. Und das muss uns auch einmal bewusst werden, meine lieben Geschwister im Islam. Ich kann eigentlich kein Muslim sein, ohne zu beten. Ich sage jetzt nicht, dass derjenige, der nicht betet, ein Nicht-Muslim ist oder vom Islam abgefallen ist. Es gibt zwar diese Meinung unter den einigen Gelehrten, aber die Mehrheit der Gelehrten sieht das nicht so an. Aber eines muss klar sein, das Gebet ist die Säule, auf der der Islam basiert. Ein Muslim, der nicht betet, ist ein Muslim, der im Grunde genommen den Begriff der Gottergebenheit aus seinem Namen gezogen hat. Was heißt Muslim? Gottergeben sein. Und wie kann ich gottergeben sein, wenn ich nicht bereit bin, mein Gebet zu verrichten? Funktioniert nicht. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, egal was in deinem Leben passiert, egal wie schwach dein Iman ist, eines darfst du niemals tun. Du darfst niemals dein Gebet vernachlässigen. Niemals dein Gebet ausfallen lassen, egal was ist. Es kann sein, dass du mal schwach bist und vielleicht betest ohne Khushu', ohne Demut. Und nicht wirklich den Geschmack des Gebetes spürst. Bete trotzdem. Weil es eine Pflicht ist. Es ist deine Säule. Dein Haus des Islam wird in sich zusammenfallen, wenn du nicht daran festhältst. Es kann sein, dass du eine Zeit hast, wo dein Iman sehr schwach ist, wo du vielleicht sogar einige Sünden begehst. Halte am Gebet fest. Lass dir niemals einflüstern, wie soll ich vor Allah stehen, wenn ich diese Sünde begangen habe. Allah will, dass du vor ihm stehst, weil er will dir vergeben. Es ist die Säule, die ich niemals verlasse. Nachlässigen darf, egal was ist. Dem Autor geht es aber gar nicht so sehr um die Pflicht des Gebetes, weil sie eigentlich jedem Muslim klar ist. Sondern er will was jetzt? Er will jetzt schauen, was ist der tiefere Sinn des Gebetes. Und dementsprechend spricht er jetzt über einige Adab des Gebetes, über einige Verhaltensregeln und Etiketten des Gebetes. Und er sagt, dass es viele Adab gibt, die alle bekannt sind. وَمِنْ أَحْسَنِ أَدَابِهَا الْخُشُوعَ. Aber der wichtigste Adab, die wichtigste Verhaltensregel beim Gebet ist welche? الْخُشُوعَ. Die Demut. Was bedeutet denn eigentlich das Wort خُشُوعَ? Sprachlich gesehen. Wir übersetzen das als Demut. Aber was heißt denn Demut eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? In der arabischen Sprache خَشَعَ bedeutet was? سكن بارك الله فيك وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Und die Stimmen verstummen alle gegenüber dem Allerhöchsten und du hörst nur was? Flüstern. خشع سكن. Ich bin ruhig, ich bin still. Wenn ich خشوع habe, dann bin ich was? Dann bin ich still. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht in mehreren Überlieferungen über die Wichtigkeit des خشوع. Aber bevor der Prophet das tut, und das erwähnt er jetzt hier nicht, das fügen wir hinzu, spricht Allah Ta'ala darüber, dass der خشوع im Gebet das ist, was einen Mu'min ausmacht, einen gläubigen Muslim ausmacht. قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Erfolgreich sind die Gläubigen. Und jetzt kommt die Beschreibung der Gläubigen. Und die erste Eigenschaft, die Allah erwähnt, ist welche?
الذين هم في صلاتهم خاشعون. Diejenigen, welche in ihrem Gebet demütig sind. Demut im Gebet, Stille im Gebet, Konzentration im Gebet. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt: Ma min imri'in tahduruhu salatun maktuba. Es gibt niemanden, der ein Pflichtgebet erlebt oder die Zeit des Pflichtgebetes erlebt. Fayuhsinu wudu'aha, und dann gründlich gut Wudu macht. وخشوعها und gut Demut zeigt. وركوعها und gut Rukur macht, in die Beuge geht. إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. Außer dass dieses Gebet zu einer Tilgung für die Sünden wird, die vorher begangen wurden. ما لم يأتي كبيرة, solange man keine der großen Todsünden begeht. Wie jemanden umbringen oder, weiß ich nicht, Sinne machen, Unzucht etc. وَذَٰلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ, und das gesamte Leben, subhanallah. Das heißt, jedes Mal, wenn du betest und konzentriert betest, mit Demut, dich gut auf dein Gebet vorbereitest, sei dir sicher, Allah Ta'ala, er vergibt dir alle Sünden, die du davor getan hast. Alle Sünden, einfach nur, weil du gebetet hast. Subhanallah. Was für eine Barmherzigkeit von Allah, subhanahu wa ta'ala. Er hat uns ein Mittel gegeben, mit dem wir uns reinigen können. Er hat uns ein Mittel gegeben, mit dem wir uns von unseren Sünden freimachen können, indem wir einfach vor unserem Schöpfer stehen. Dann in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Man salla rak'ataini la yuhadithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer zwei Rak'a betet, zwei Gebetseinheiten vollzieht, in denen er nicht mit sich selbst spricht, was ist damit gemeint? Damit ist nicht gemeint, dass ich rede, sondern damit ist gemeint, dass ich nicht abgelenkt bin mit Gedanken, meine Gedanken abschweifen, sondern ich bin im Gebet. Ich bin dabei, ich bin präsent. Es gibt niemanden, der das macht, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm das vergibt, was er vorher an Sünden begangen hat. Allahu Akbar. Einfach nur, weil du vor Allah stehst. Khushu' im Gebet. Das Schönste, was du erlangen kannst. Man wird die Süße des Gebets nur spüren, wenn man diesen Khushu' hat. Es kommt häufig vor, dass wir beten, aber nicht wirklich das Gefühl haben, wir haben gebetet. Wir haben nicht wirklich das Gefühl, wir haben was mitgenommen. Das Gebet muss sich eigentlich verändern, muss mich in einen anderen Seinszustand bringen. Einmal kam Al-Shafi'i aus der Moschee nach dem Asr-Gebet. Imam Al-Shafi'i, der große Gelehrte. Und dann kam jemand zur Moschee, der noch nicht gebetet hatte, und fragte: Habt ihr dann schon gebetet? Und dann fragte ihr Chef: Sieht man das nicht? Lass uns nochmal beten. Subhanallah. Muss man erkennen, dass du gebetet hast. Man muss es sehen. Du strahlst was aus, wenn du gebetet hast. Das sind keine Strahlen, die man sehen kann. Das sind Strahlen, die das Herz sieht. Also man sieht das nicht mit den Augen, man sieht das mit dem Herzen. Ich habe Subhanallah am Sonntag. Am Samstag hatten wir das Fest hier gehabt. Da kam ein Bruder, den habe ich Ewigkeiten nicht gesehen. Ich kann mich noch so gut erinnern, Subhanallah, schon über 20 Jahre her. Das war in der Moschee, die gibt es nicht mehr, in der Wilmersdorfer Straße. In der Wilmersdorfer Straße gab es eine Moschee, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, die Älteren unter uns, ist schon jetzt auch schon 15 Jahre her, die direkt oben auf Wilmersdorfer Straße, gab es so eine türkische Moschee. Und dann ging ich einmal, ich weiß nicht, mitten am Tag, die hatten schon gebetet gehabt, und ich kam rein. Wallah, subhanallah, ich kann mich auch so gut erinnern. Ja? Ich kam rein und da saß dieser Bruder, hat seinen Rücken an die Wand gelegt, wir hatten schon gebetet gehabt, bei Allah, es war helllicher Tag, aber er hat geleuchtet. Wallah, er hat geleuchtet. So was selten gesehen. Den Bruder habe ich neulich wieder getroffen, subhanallah. Dieses Licht war nicht mal da, aber mashallah, ja? Unglaublich. Ja? Also das war eine Sache, die ich immer noch in Erinnerung habe. Er hat richtig gestrahlt. Ich habe sowas noch nie erlebt. So ein Licht habe ich noch nie gesehen. Das zeigt, subhanallah, ja, dieser Khushu', er bewirkt etwas in dir. Und es gibt Geschichten von Khushu', die wir uns kaum vorstellen können. Es gibt Geschichten von Khushu', die wir uns kaum vorstellen können. Abdullah ibn Zubair, das ist der Neffe von unserer Mutter Aisha, radiallahu anha, ihr Neffe. Der Sohn von Az-Zubair ibn Awwam, also, und der Sohn von Asma bin der Abi Bakr al-Siddiq.
Er ist bekannt gewesen, subhanallah, für seine Ibadah und für seinen Khushu' im Gebet, für seine Demut im Gebet. Ich erzähle mal von ihm zwei Geschichten. Die erste Geschichte, nee, die andere ist von seinem Bruder. Also Abdullah, das ist die Geschichte von Abdullah, zumindest schreiben wir das hier, das ist Abdullah ibn Zubair, und dann gibt es noch Urwa ibn Zubair. Kommen wir zur Geschichte von Abdullah ibn Zubair. Und zwar, es wird beschrieben, dass wenn er gebetet hat, er so war, als wäre er ein Ud. Ein Ud ist was? Stab. Ein Stab bewegt sich nicht. Wenn du ihn irgendwo hinst, bewegt sich nicht. Raus. Und er stand so im Gebet wie ein Stab. Wie ein Baum. Wie ein Fels in der Brandung sozusagen. Ja? Hat sich nicht bewegt. وَكَانَ يَسْجُدُ فَتَنْزِلُ الْعَصَافِيرُ عَلَى ظَهْرِهِ لَا تَحْسِبُهُ إِلَّا جِذْعَ حَائِطٍ. Allahu Akbar. Und wenn er Sujud gemacht hat, sich niedergeworfen hat, da war er so still während seiner Niederwerfung, dass die Vögel auf seinen Rücken geflogen sind, sich auf ihn gesetzt haben, weil sie dachten, er wäre einfach nur ein Baumstumpf. Subhanallah, so still war er, er hat sich nicht bewegt. Unglaublich. Und dann wird überliefert, وَصَلَّ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ فَجَاءَ حَجَرُ قَذَافَ فَذَهَبِ بِبَعْضِ ثَوْمِهِ فَمَنْ فَتَلَ. Okay, das muss Abdullah ibn Zubayr gewesen sein. Und zwar, eines Tages hat er vor der Kaaba gebetet. Und dann kam ein Stein von einem Stein, wie nennt man diese hier Steinwurf, oder wie nennt man diese Steinschleuder, von einer Steinschleuder, ja? Und dieser Stein, er fiel direkt neben ihn, sodass sogar ein Teil seines Gewandes vom Stein berührt wurde, der mit der Steinschleuder auf die Kaaba geworfen wurde, und er hat sich nicht bewegt von der Stelle. Vielleicht nur zum Hintergrund, Abdullah ibn Zubayr, ja, er wurde von einigen Muslimen in seiner Zeit zum Kalifen gewählt. Das war aber in der Zeit der Umayyaden, und es kam dann zu einer Auseinandersetzung zwischen der Umayyaden-Dynastie und zwischen Abdullah ibn Zubayr, der Mekka dann beherrscht hatte. Und es gab einen Mann, der hieß Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, der sehr brutal war. Und der hat dann mit einer Steinschleuder die Kaaba mit Steinen beworfen. Und er befand sich dort. Und er hat gebetet, hat sich nicht berührt. Dann sein Bruder, Urwa ibn Zubayr, damit uns einfach nochmal bewusst wird, das ist eine authentische Überlieferung, das ist unglaublich. Er war auf dem Weg gewesen nach Damaskus. Und auf dem Weg dorthin hat sich sein Bein entzündet. Hat sich irgendwie verletzt und hat sich entzündet. Und dann kam er an, haben die Ärzte ihn untersucht und dann haben sie gesagt, wir können nichts mehr für dein Bein tun, es muss amputiert werden. Tut weh. Damals, ja, gab es natürlich noch nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben, mit Narkose etc. Und sie haben dann zu ihm gesagt, guck mal, damit du die Schmerzen nicht so stark verspürst, geben wir dir einen Trunk, alkoholischen Trunk, sodass du dann sozusagen zumindest einigermaßen betäubt bist. Und er meinte, nein, ich werde niemals etwas zu mir nehmen, was Allah verboten hat. Sondern wir machen es anders. Ich begebe mich ins Gebet. Sobald ich im Sujud bin, in der Niederwerfung, fangt ihr an, mein Bein zu amputieren. Und subhanallah, er fing an zu beten. Und sie amputierten sein Bein und er hat sich nicht bewegt, während er im Gebet war. Und als er dann mit dem Gebet fertig war, fragte er, seid ihr fertig? Allahu Akbar. Das ist eine authentische, wirklich, also authentisch überlieferte Geschichte. Und zeigt, der Khushu' kann so weit gehen, dass du wirklich in einem anderen Zustand bist. Du bist nicht hier auf dieser Welt. Dein Körper ist auf der Welt, aber du bist nicht auf der Welt. Ich meine, warum verspüren wir denn während der Narkose nichts? Ja, der Körper ist ja noch da. Der Körper empfindet ja etwas. Aber subhanallah, du bist, ich weiß nicht genau, was passiert, aber du bist im Grunde genommen in einem anderen Zustand. Wenn du im Koma bist, etc. Du bist in einem anderen Zustand. Du spürst bestimmte Dinge nicht so, wie du sie normalerweise spüren würdest. Und subhanallah, er ist mit seinem Geist so nah bei Allah gewesen im Gebet, dass er nicht mehr verspürt hat, ja, was dann während des Gebetes geschah mit seinen Beinen. Allahu Akbar. Khushu'. Khushu'. Unglaublich, subhanallah. Es gibt viele dieser Geschichten. Und wie gesagt, das ist das, wonach ich dann als Muslim streben sollte. Dass ich versuche, diesen Khushu' im Gebet zu erlangen. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie gelange ich dorthin?
Wie schaffe ich das, dass ich diesen Khushu dann auch bekomme im Gebet? Und er nennt hier jetzt einige Methoden, mit denen ich zum Khushu gelangen kann. Und zunächst erst einmal, und das ist das Wichtigste von allem, ist, ich muss versuchen, präsent zu sein mit meinem Herzen. Und er nennt es Hudur al-Qalb. Hudur al-Qalb. Und wie bin ich präsent? Indem ich mich zunächst erst einmal frei mache von allem, was mein Herz beschäftigt. Und zwar bevor ich ins Gebet eintrete. Und das Ganze beginnt schon bevor ich überhaupt bete. Und ich habe hier eine Überlieferung, die er auch erwähnt, aber dann davor in Bezug auf sozusagen den Khushu. Und zwar Ali ibn al-Hasan, der Enkelsohn unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. So überliefert, كان علي بن الحسن رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر وجهه اصفر لونه. Wenn er Wudu gemacht hat, wurde er bleich im Gesicht. فقيل له ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء. So fragte er, was ist los, dass du jedes Mal bleich wirst, gelb wirst im Gesicht, wenn du Wudu machst? Woraufhin er sagte, أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم. Wisst ihr überhaupt, vor wem ich mich stellen möchte? Ich stelle mich vor Allah. Wie soll ich da nicht bleich werden im Gesicht? Vor dem Schöpfer dieses Universums. Das heißt, die Vorbereitung auf das Gebet, damit ich Khushu im Gebet haben kann, beginnt schon beim Wudu. Deswegen, der Wudu ist so unglaublich wichtig. Ich meine, warum mache ich denn zum Beispiel Tayammum anstelle von Wudu? Tayammum, die Trockenwaschung. Macht doch gar keinen Sinn. Eigentlich mache ich mich doch damit schmutzig, oder? Es geht um diese innere Einstellung. Bevor ich bete, bereite ich mich darauf vor. Ich zeige Allah, ja Allah, ich will nicht einfach so vor dir stehen, sondern ich möchte in einem rituell reinen Zustand vor dir stehen. Und wenn ich kein Wasser habe, dann nehme ich dann eben diesen Ersatz und diese Alternative und ich nehme die Erde, die reine Erde, um zu zeigen, dass ich, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, Wasser zu benutzen, es benutzt hätte. Weil ich jetzt vor dir stehen möchte. Subhanallah. Und das allererste, was du machen musst, ist was? Damit du Khushu im Gebet verspüren kannst, du musst dich zunächst erst einmal frei machen. Und du musst mit deinem Herzen anwesend sein. Aber wie mache ich das? Wie geht das, wenn ich jetzt beschäftigt bin? Ich habe Sorgen. Dinge, die mich ablenken. Und er sagt, es gibt zwei Arten von Dingen, die dich ablenken können im Gebet. Er sagt, einmal Dinge, die physisch sind, um dich herum sind. Und die sind relativ leicht dann auch zu beseitigen, indem ich sie einfach beiseite nehme. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal gebetet. Und Aisha radiallahu anha, sie hatte einen Vorhang gekauft. Sie hatten ja nur ein Zimmer gehabt. Sie hatte einen Vorhang gekauft und auf diesem Vorhang war ein Bild gewesen, eine Abbildung. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nimm das weg, weil es mich im Gebet ablenkt. Das heißt, es gibt Dinge, die dich ablenken können im Gebet. Und diese Dinge musst du einfach beseitigen. Deswegen, wenn du zu Hause betest als Beispiel, such dir einen Ort aus zu Hause, wo du nicht abgelenkt wirst. Es können auch beispielsweise Bücher sein, die dich ablenken, weil du liest dann plötzlich die, weiß ich nicht, die Titel der Bücher. Ja? Das war, du bist abgelenkt. Und deswegen solltest du versuchen, in der Gebetsnische, dort wo du betest, nichts zu haben, was dich ablenken kann. Was lenkt einen noch ab? Eine Krankheit, die wir heutzutage haben, kennen wir alle, das Handy. Ja, du legst es vor dir vielleicht noch so rum, dass du sehen kannst auf dem Bildschirm und dann sozusagen siehst du, wie das Handy klingelt. Ja, oder es vibriert. Ja, oder es vibriert in deiner Tasche. Nein, leg dein Handy zur Seite, mach es lautlos. Ja, und dann bete, ohne dich ablenken zu lassen von deinem Handy. Ja, manche beten und der Fernseher läuft im Hintergrund oder irgendetwas. Das funktioniert nicht, dann kannst du dich nicht konzentrieren. Außer du bist wirklich jemand, der geübt ist. Es gab Leute, die sozusagen sich durch nichts haben ablenken lassen. Ich weiß gar nicht mehr, er erwähnt das auch hier, der Tabi'in, ich habe gerade jetzt die Seite nicht auf, aber einer der Tabi'in, immer dann sozusagen, wenn er nach Hause kam, dann sind seine Familie, haben so Respekt vor ihm gehabt und ruhig. Aber sobald er angefangen hat zu beten, haben sie alle gelacht und laut geredet, weil sie ganz genau wussten, wenn er im Gebet ist, Ralas, ja, dann ist er in einer anderen Welt, dann können wir machen, was wir wollen. Er wird durch nichts abgelenkt. Ja, aber das sind die wenigsten, die das können. Ja, die meisten von uns, ja, wenn dann irgendetwas vor ihnen ist, sie lenken sich ab, subhanallah. Das sind was? Die äußeren Ablenkungen. Und dann gibt es die inneren Ablenkungen. Die sind am schwierigsten zu beseitigen. Und das kennen wir alle. Alle kennen wir das. Du hast, weiß ich nicht, Probleme,
finanzielle Probleme, Probleme mit deiner Firma, familiäre Probleme, hast dich gerade mit deiner Frau gestritten, hast gerade, weiß ich nicht, einen Konflikt mit deinem Chef gehabt, wie auch immer. Ja, hast morgen eine Prüfung, was Wichtiges. Ja. All das, was, das lenkt dich ab. Du sagst Allahu Akbar, wo bist du aber mit den Gedanken? Bei deinem Chef. Allahu Akbar, wo bist du mit deinen Gedanken? Bei deinem Kontostand. Oh mein Gott, wie soll ich die ganzen Sachen bitte sozusagen beseitigen? Und subhanallah, der Shaitan hilft dir sogar dabei in diesem Moment, dass du dich genau daran erinnerst. Und manchmal ist der Shaitan sogar so pfiffig, dass er dich an Dinge erinnert, die du die ganze Zeit vergessen hast. Es ist mir schon so oft passiert, dass ich im Gebet mich an Dinge erinnert habe, wo ich dir hingelegt habe. Ich habe den ganzen Tag habe ich darüber nachgedacht und dann plötzlich im Gebet fällt mir das ein. Ja, nee. Danke, Shaitan, ja, aber nicht im Gebet. Hättest du mich außerhalb des Gebets dran erinnert, aber nicht im Gebet. Aber was mache ich? Wie werde ich das los? Und er sagt ja etwas ganz Wichtiges. Und das ist wirklich unglaublich wichtig. Und zwar, er sagt, فَإِنَّهُ مَتَ أَهَمَّكَ أَمْرٌ حَضَرَ قَلْبُكَ ضَرُورَةً فَلَا عِلَاجَ بِإِحْضَارِهِ إِلَّا صَرْفَ الْهِمَّةِ إِلَى الصَّلَاةِ. Allah. So wichtig, was er sagt. Er sagt, wenn dich etwas beschäftigt, dann ist automatisch dein Herz damit auch was beschäftigt. Automatisch. Deine Gedanken sind beschäftigt, also ist auch dein Herz damit beschäftigt. Und was ist das einzige Heilmittel? Was kannst du dagegen tun? Das einzige, was du tun kannst, ist, dass du deine ganze Sorge, deine ganze Aufmerksamkeit auf das Gebet richtest. Du musst einfach damit aufhören. Du musst einen Cut machen. Du musst was machen? Du musst einen Cut machen. Und deswegen ist die Absicht zu fassen, und zwar bewusst vor dem Gebet noch einmal so wichtig. Dass bevor du Allahu Akbar sagst, dass du nochmal überlegst, was mache ich jetzt eigentlich? Der Fehler, den wir häufig machen, wahrscheinlich die meisten von uns, ist, wir sind gerade noch beschäftigt mit einer Sache und direkt Allahu Akbar und ich bin noch mit dieser Sache beschäftigt. Ich habe zwar die Absicht, ich weiß, was ich machen möchte, aber ich spreche die Absicht nicht bewusst aus. Und deswegen, bevor ich überhaupt in das Gebet eintrete, am besten schon beim Wudu, aber spätestens dann, wenn ich jetzt Allahu Akbar sage und meine Hand hebe und sage, Allah ist größer als alles andere und dann damit auch zum Ausdruck bringe, ich lasse alles hinter mir außer Allah, spätestens dann sollte ich nur noch mit dem Gebet beschäftigt sein. Und das funktioniert, subhanallah, wenn ich das wirklich bewusst mache. Es funktioniert, wenn ich es was mache? Wenn ich es bewusst mache. Und das ist wirklich das beste Heilmittel überhaupt. Dieses bewusste Zuwenden zum Gebet. Und dann ebenfalls ein ganz wichtiges Hilfsmittel, um konzentriert zu sein beim Gebet, ist التفهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب. Was heißt das? Dass ich das verstehe, was ich eigentlich sage. Weil genau das ist es, was hinter der Präsenz des Herzens steht. Ja, salam. Wenn ich mir Gedanken mache über das, was ich rezitiere, selbst wenn ich der arabischen Sprache nicht mächtig sein sollte, aber ich verstehe zum Beispiel Al-Fatiha. Ich verstehe, was bedeutet Subhanallahi al-Azim. Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, Sami' Allahu liman hamida. Ich verstehe diese Worte. Und ich versuche, sie bewusst zu verstehen. Das hilft mir dabei, dass ich dann auch wirklich mit meinen Gedanken im Gebet bleibe und mich nicht ablenken lasse vom Gebet. Ja, das ist nochmal sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, und subhanallah, ja, es gab Leute, unglaublich, die wirklich sehr stark darin gewesen waren. Es wurde zu Amr ibn Abd al-Qais gesagt. Ja, das ist einer der Tabi'in. هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة? Gibt es irgendetwas, was sozusagen von den Dunya-Angelegenheiten im Gebet dich beschäftigt? Und woraufhin er sagte, لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْأَسِنَّةُ فِيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَجِدَ مِنْ هَذَا اللَّهُ أَكْبَرُ. Dass die Assinne sind die Speere, sich in mich sozusagen hineindringen sollten, ist mir lieber, als dass ich das spüre.
Und das sind übrigens nicht nur Worte gewesen, wallahi. Es gibt eine sehr schöne Überlieferung von einem Sahabi. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sahabi das war. Es war aber einer der Sahabi gewesen. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Und zwar war das bei einer militärischen Unternehmung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er war der Wachposten. Er sollte sozusagen aufpassen. Und er hat sich gedacht, sie waren zu zweit gewesen, ich bete einfach. Ja, ich bin so und so in der Nacht wach, dann bete ich einfach und erfülle somit meine Pflicht. Und was haben dann die Gegner gemacht? Sie haben die Muslime mit Pfeilen beworfen. Und während er im Gebet war, wurde er von einem Pfeil getroffen. Aber er betete einfach weiter. Und dann wurde er von einem zweiten Pfeil getroffen. Aber er betete weiter. Und dann sagte er zu sich, erst nachdem er dann sozusagen sich bewusst war, okay, ich habe eine Pflicht. Und nur aufgrund dieser Pflicht unterbreche ich jetzt mein Gebet. Und er unterbrach sein Gebet, ja, und hat dann die Muslime gewarnt, subhanallah. Aber er war so vertieft gewesen in seinem Gebet, ja, dass es ihm lieber war, sein Gebet fortzuführen, ja, und für ihn weniger Probleme lieber war, als dass er sozusagen dann von dem Fallen getroffen wird. Also, das, wie gesagt, das, er war mit seinem Geist ganz woanders gewesen. Allahu Akbar. Und dann das Dritte, was dir dabei hilft, ja, auch wirklich diesen Khushu zu verschlucken, damit enden wir auch heute, inshallah ta'ala, ist, dass ich mir bewusst mache, vor wem ich eigentlich stehe. Ta'zimu lillahi wal haiba, dass ich Allah hoch ehre und mir bewusst bin, ich stehe vor dem Schöpfer des Universums. Ich stehe nicht vor einem anderen Menschen. Ich stehe vor dem Schöpfer des Universums. Und wer sich dessen bewusst ist, der wird alles tun, um still zu sein im Gebet. Subhanallah, wenn du bei einem wichtigen Gespräch bist und du musst dich kratzen, weil es dich juckt, dann versuchst du ganz langsam das zu machen oder in einem Moment, wo gerade die Person, mit der du sozusagen bist, ja, beispielsweise ein wichtiges Vorstellungsgespräch, ja, und es juckt dich ungemein und du musst unbedingt dich jetzt kratzen, du machst das nicht, subhanallah. Warum? Ja, weil du, wie gesagt, nicht möchtest, dass sie einen schlechten Eindruck von dir bekommen. Und du machst es dann vielleicht nur in einem Moment, wo sie gerade nicht hinschauen. Und stell dir vor, du stehst vor Allah, dem Schöpfer des Universums. Nicht vor einem anderen Menschen wie dir, aus Fleisch und Blut, der die gleichen Schwächen hat wie du, sondern vor Allah. Glaub mir, wenn dir das bewusst ist, als Muslim, dann wirst du wirklich Khushu' und still sein. Und konzentriert sein im Gebet, weil dir klar ist, um was es in deinem Gebet geht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Khushu' im Gebet schenken. Möge Allah ta'ala uns zu den Khashi'in und Khashi'at gehören lassen, zu den demütigen Männern und demütigen Frauen in ihren Gebeten. Amin Rabbil Alameen. Und zu denjenigen, welche sich innerlich sowie äußerlich reinigen. Amin Rabbil Alameen. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.